Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es Teil 4 der Mikrowellen-Experimentenreihe. Ich habe schon alles aufgebaut. Ich zeig's euch gerade mal. Hier auf dem dicken Baumstumpf steht die Mikrowelle und ich habe da ein Loch reingemacht, falls ihr die letzten Teile nicht gesehen habt. Da werde ich immer so meine Action-Kamera platzieren, aber da muss ich ein bisschen aufpassen, ein bisschen Abstand nehmen, denn durch die Mikrowellenstrahlung kann die schon ausgehen. Das ist mir letztes Mal ein paar Mal passiert. Ich hoffe, heute wird das nicht mehr vorkommen. Das ist ganz schön nervig. Angeschlossen ist das Teil hier auch schon, wie ihr sehen könnt. Und es ist bereit. Also wir können sozusagen sofort loslegen. Ho, da drin stinkt es ein bisschen. Riecht echt unangenehm. Ansonsten zieht euch das mal rein. Damit kann man auch ein bisschen Beatboxen. Ich zeige es euch gerade mal. Ja, also es ist ein ganz cooler Beat, wie ich finde. Und wenn man keinen Bock mehr hat, dann macht man zum Abschluss einfach diesen Sound. Wartet mal. Und dann habe ich keinen Bock mehr und fertig. Ende im Gelände. Heute sieht es ganz schön gesund aus. Wir werden heute mal versuchen, ein Ei da drin zu kochen und mal gucken, ob es platzen wird. Ansonsten habe ich hier ein paar Tomaten, Apfel, eine kleine Möhre, Katzenfutterdose. Dann hier, das ist auch Katzenfutter, aber halt so eine Schale. Eine CD habe ich hier noch. True Crime New York City, ein altes Xbox-Spiel. Da werden wir die CD mal reintun. Ich glaube, das wird richtig geil. Und im Laufe des Videos werde ich noch versuchen, das ein oder andere zu finden, was wir noch reinstecken können in die Mikrowelle. Bevor wir gleich mit dem ersten Experiment loslegen, kurze Frage an dieser Stelle. Habt ihr Bock auf Teil 5 mit der Mikrowelle? Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn wir 10.000 Daumen hoch erreichen, wird es noch einen fünften Teil mit der Mikrowelle geben. Ansonsten, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine Experimente mehr. Und jetzt stecken wir als erstmal den Apfel in die Mikrowelle. Apfel, 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 Apfelbrei gibt das dann. Oder Bratapfel, wie zur Weihnachtszeit. Let's go. Ah, machen wir das Teil auf. Hier nehmen wir uns einen kleinen Babyapfel. Stelle ich mitten rein. Da steht er stabil. Und dann beginnt die Party. Komm, wir machen mal hier 3 Minuten und warten ab, was passieren wird. Okay, ich glaube, aus 3 Minuten wird hier nichts. Oh Mann, ey. Ich krieg das mit dem Handschuh gar nicht auf. So. Alter. Der Apfel hat auf jeden Fall ordentlich abgespritzt, wie es aussieht. Der ist auch schön am Dampfen. Ich würde mal sagen, wir schauen uns den jetzt an, schneiden den auf und gucken mal, ob da innen drin irgendwas passiert ist. Aber ich glaube, das war eine geile Aufnahme, oder? So, ich nehme hier mein kleines Messer. Dann schneiden wir das ganz kurz durch. Zack. Und der ist auf jeden Fall heftig am Dampfen, der Apfel. Aber ansonsten sieht der noch ganz gut aus. Okay, so ein bisschen innen drin ist er matschig geworden, wie ihr sehen könnt. Also gerade hier in dem Bereich ist das richtiger Matschhaufen geworden. Aber hier, ja, ist er auch schon ziemlich weich, aber es geht noch. Also er hat ganz gut überstanden. Keine Ahnung, wieso der abgespritzt hat. Weiß nicht, ey. Viel zu früh, meiner Meinung nach. Der hätte locker noch ein bisschen aushalten können. Na gut, machen wir weiter mit einem Ei. Ey, locker wird das platzen. Und wenn es nicht platzen wird, locker wird das gekocht, oder? Was meint ihr? Ich hoffe, das rollt da nicht weg. Ich hoffe, das wird wirklich nicht wegrollen. Echt keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst, dass es einfach wegrollt und dann wird es nicht mehr auf der Kamera sein. Auf der Aufnahme. Aber wir versuchen es einfach. Moment, ich teste einfach ganz kurz. Na, es bleibt liegen, wie es aussieht. Oder? Nein, ist weggerollt. Ist jetzt weggerollt? Nee, ist nicht weggerollt. Okay, das sieht gut aus. Ich glaube, das bleibt liegen. Wenn es nicht liegen bleibt, lass mir was einfallen. Wir holen ein neues Ei, aber ja, let's go. Mein Gott, was war das denn? Ich kann es nicht glauben, das war ja wie ein Böller. Die Mikrowelle ist sogar aufgesprungen. Ich muss mir gerade mal meinen Handschuh wieder anziehen, dann schauen wir mal rein. Aber das hat geknallt. Ich habe mich erschreckt, ich sag's euch. Ich habe mich wirklich erschreckt, Leute. Oh mein Gott. So, machen wir das Loch mal auf hier und... Oha, ey. Das sieht aus hier voll
an die Tür gespritzt. Ansonsten, das Ei, oh, ich muss gleich erstmal aufräumen, ah, das ist durch. Das ist durchgekocht. Das bedeutet, man könnte ruhig ein Ei in der Mikrowelle zubereiten, aber man muss ganz genau wissen, wann der Punkt gekommen ist, an dem man es rausholen sollte. Denn wenn man das nicht tut, seht ihr, was passiert. Voll unerwartet. Ey, das Ding hat so viel Druck gehabt, ich kann es gar nicht glauben. Das ist mega krass, ey. Sehr viele Leute haben mir in die Kommentare geschrieben, dass es mega gefährlich ist, da in die Mikrowelle ein Loch reinzumachen, weil die Strahlen da rauskommen. Erstens, ich stehe ja nicht direkt dahinter, sondern die Kamera ist da. Also von daher werde ich, denke ich mal, nichts abbekommen. Zweitens bekommt man so oder so, wie ich im Internet gelesen habe, Mikrowellenstrahlen ab, wenn man zu nah an dem Gerät steht. Und drittens steht im Internet, dass die Strahlen gar nicht so gefährlich sind, weil die viel zu gering sind. Die müssten schon stärker sein. Also im Großen und Ganzen, laut dem Internet, soll man sich da nicht so große Gedanken machen, dass da viel passieren kann. Die Mikrowelle ist wieder sauber, dank meiner super Assistentin. Okay, mehr oder weniger sauber, aber sauber genug, um weiterzumachen. Als nächstes nehmen wir die kleinen Tomaten hier. Och, die sind so lecker, ey. Am liebsten würde ich die essen, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, vielleicht werden die auch aufplatzen. Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Let's go! Okay, also ich meine, ich habe dreimal gehört, dass etwas aufgeplatzt ist und oh ja, es sieht auch so aus, als wenn die aufgeplatzt wären. Schaut euch das mal an. Boah, richtig aufgerissen. Ey, das ist krass, Mann. An Silvester, oh, die ist ja nur noch Matsch, ey. Und klebt an meinem Finger fest. An Silvester brauche ich mir gar keine Böller mehr kaufen, gar kein Feuerwerk. Ich nehme einfach eine Mikrowelle, stecke da mal Sachen rein, mache die Mikrowelle an und dann wird das schon platzen, ne? Schaut euch das an. Die hat auch hier einen ordentlichen Schlitz, die ist auch ganz gut aufgerissen. So, ich mache wieder sauber und dann würde ich mal sagen, stecken wir als nächstes Katzenfutterschale rein. Das wird bestimmt auch geil. Ich bin gespannt, was die machen wird. Ich habe mich auch noch nicht entschieden, ob ich die so rum reinstelle oder so rum. Aber ich würde mal sagen, wir probieren es so rum. Und falls was, ich habe noch welche da. Also Mülleimer ist voll damit. Die Katzen, die essen ohne Ende. Ey. Also wir stellen es erstmal so rum und dann gucken wir mal, was passieren wird. Zack. Ich bin gespannt. Machen wir das Loch zu. Actionkamera läuft noch. Ich hoffe, die wird nicht ausgehen. Let's go. Also, es hat ein bisschen gebitzelt. Es hat ein bisschen gebrannt. Die Actionkamera ist nicht ausgegangen. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Wir nehmen jetzt gleich mal die Katzendose. Den großen Bruder davon, Schnucki. Ah, ich glaube, damit sollte ein bisschen mehr passieren. Aber wer weiß, wer weiß. 3, 2, 1 und wir starten das Gerät. Ja, da geht auf jeden Fall schon eine größere Party ab. Oha, schaut euch das mal an, ey. Also Schnucki hat das, glaube ich, nicht so gut getan, wenn man sich die Dose anschaut. Ansonsten, ja, die Katzenfutterreste hier sind ganz schön heiß geworden. Und die Dose, das sah auf jeden Fall richtig geil aus. Das funkt dann immer so komisch und dann entsteht so eine kleine Flamme. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig geil. Wir machen sofort weiter mit einer schönen Möhre. Also ich kann mir eigentlich nicht passieren, dass die ich kann mir nicht vorstellen, dass sie platzt oder so. Aber wer weiß, wir werden es herausfinden. Die liegt auf jeden Fall sicher da drin. Deckel zu und wir starten das Teil. Wow, habt ihr das gehört? Alter, geil, Mann. Also anscheinend ist die Möhre doch aufgeplatzt. Ich hätte es echt nicht gedacht, dass sie platzen wird, aber schaut euch das mal an. Ey, wenn man so Sachen in der Mikrowelle tut, ne,
Früher oder später platzen die einfach. Komm, wir brechen das Ding mal auf, gucken mal rein oder so. Ja, die ist jetzt auf jeden Fall weich geworden. Viel weicher als vorher. Sozusagen wie gekocht. Die dampft auch ein bisschen. Richtig geil, wie die geplatzt ist, ey. Für das nächste Experiment nehme ich jetzt mal so eine Tiefkühltüte von Aldi. Aber da nehme ich nicht die ganze Tüte, weil die ist viel zu groß. Ich würde mal sagen, wir schneiden da einfach ein Stück ab. Einfach so, zack. Hallo, kleiner Bär. Und dann hier noch, zack. So. Ich denke mal, das sollte auf jeden Fall reichen. Also die Tüte ist, wie man sehen kann, aus Plastik, aber die hat hier nochmal so eine Beschichtung. Ich würde mal sagen, das Plastik können wir abmachen. Das wird so oder so einfach nur vor sich dahin schmoren. Was interessant ist, ist dieser Stoff hier. Ich habe absolut keine Ahnung, aus was das ist. Irgendwie so eine Art Alufolie oder sowas. Das tun wir jetzt auf jeden Fall rein. Und ich bin gespannt, was da passieren wird. Ich glaube, das wird interessant. Okay. Ich weiß nicht, wie ich es hinlegen soll, aber ich würde sagen, wir legen es einfach so hin. Komm. Wird schon ausreichen. Ich hoffe, die Actionkamera geht nicht aus während der Aufnahme, falls irgendwas passieren wird. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh, ich krieg's mir manchmal schon nicht hin. Der ist so rutschig. Okay, ich hätte ehrlich gesagt da gedacht, da wird mehr passieren, aber das Ding hat nur ganz kurz am Anfang gezischt und dann hat es sich schon erledigt. Schaut euch das mal an, das ist einfach wie so Gummi geworden. Also ich weiß nicht, was da drin war, vielleicht Aluminium, das hat sich in Luft aufgelöst oder so, ich habe keine Ahnung. Aber zieht euch das mal rein, ups, wie es jetzt aussieht. Das sieht jetzt aus wie so eine getrocknete Seife oder sowas. Absolut keine Ahnung, ey. So, und jetzt kommen wir zu dem, worauf ihr wahrscheinlich alle gewartet habt. Und zwar zu der CD. Das wird, denke ich mal, richtig geil. Ich habe schon gesehen, was damit passieren wird. Aber ich habe noch nicht gesehen, was damit passiert. In Sicht der Mikrowelle. Also von außen habe ich das schon mal gesehen, aber von innen halt nicht. Deswegen die Actionkamera. Ich denke mal, das wird ziemlich spannend. Wir legen die einfach so da rein. Da sollte man alles gut erkennen können. Das hoffe ich zumindest, aber zur Not, ich habe auch noch ein paar CDs. Also falls es schief gehen sollte, habe ich noch ein paar CDs auf Lager. Keine Sorge. Und jetzt würde ich mal sagen, 3, 2, 1, let's go! Habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, was passiert ist? Hä? Ich dachte, es ist gar nichts passiert, wenn ich ehrlich bin, ne? Aber wow! Was ist das denn? Was ist das, ey? Alter! Ich dachte echt, es wäre wirklich nichts passiert. Ungelogen. Ich glaube, wir müssen nochmal eine CD nehmen, die irgendwie hinstellen, damit man das besser sieht. Die CD ist jetzt ein Lappen geworden. Meint ihr, die funktioniert noch? Boah, schaut euch das mal an. Schöne Frisbee. Okay, Freunde, das war's mit dem Mikrowellenexperiment Teil 4. Wie gesagt, falls ihr noch Teil 5 sehen wollt, lasst einfach einen Daumen hoch da. Ich fand's auf jeden Fall wirklich ziemlich interessant. In diesem Sinne würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hand. Peace.